Kennen Sie auch ungläubige Menschen? Was meinst du mit ungläubig? Die Ungläubigen. Also bei Karabenemsi, bei Karl May, da hieß das eben im Hadschi Halep Omar, sprach man von den Ungläubigen. Ja, und auch in den kriegerischen religiösen Auseinandersetzungen wird immer gerne von den Ungläubigen gesprochen und von den Gläubigen. Ja, auch unter Christen, es gibt so die wahrhaft und aufrecht Gläubigen, die Frommen. Also ich finde das Wort schwierig. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, natürlich kenne ich auch Menschen, die jetzt nicht so glauben wie ich. Ich kenne auch Menschen, die keine Christen sind oder unter den Christen eine andere Art des Glaubens leben, also wie evangelisch, katholisch, freikirchlich oder so. Ich kenne auch Muslime, ich kenne auch Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Ich kenne sogar Leute, die von sich behaupten, sie seien Atheisten. Ich möchte immer gerne mit ihnen ein bisschen streiten und fachsimpeln darüber, weil ich glaube, einen echten Atheisten kann es gar nicht geben, dass jemand an nichts glaubt. Ein Nihilist ist auch nicht möglich. Ich denke, an irgendwas glaubt jeder Mensch. Und irgendwo suchen wir unsere Hoffnung. Alles andere wäre im Grunde fast wie lebendig tot, wo man sich fragen müsste, wofür bin ich eigentlich da und was macht das für einen Sinn? Also, wir haben natürlich viele Christen und Menschen, die eine ähnliche Lebenshaltung und Einstellung haben in unserem Freundeskreis, aber ich kenne auch all die anderen und vor allen Dingen durch meinen Beruf komme ich natürlich noch mit mehr Leuten in Kontakt, als wenn wir nur so im kleinen Familien- und Freundeskreis unterwegs wären. Und ich finde es schön, solche Menschen zu kennen. Es ist auch immer ein bisschen Herausforderung für mich und meine Art zu leben und zu glauben.